Das heißt, Leute, ich werde jetzt eine folgenschwere Entscheidung treffen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin's noch nicht ganz, weil ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Liebe Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu Simulacra. Zwar sind wir der Wahrheit auf der Spur, doch hat nicht jeder Erfolg nur gute Seiten. Denn so allmählich beginnt uns die Zeit davon zu laufen. Und in diesem Fall ist unsere Zeit Annas Zeit. Wir haben viel gesehen, mehr noch gehört, Lügen durchschaut und Entscheidungen getroffen. Und waren uns dabei nicht immer ganz einig mit uns selbst, doch bleibt eine Sache erhalten. Wir sind die Einzigen, die Anna retten können. Und so freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Liebe Leute, unterstützt meinen Channel gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, mit einem Abo. Freut mich sehr, hilft mir sehr und wäre einfach super awesome von euch. Wir haben ja beim letzten Mal James Orner ausfindig machen können. Die letzte Person, mit der sich Anna getroffen hat, kurz bevor sie verschwunden ist. Die mutmaßlich weiß, was mit ihr geschehen ist und wo sie sich momentan befindet. So dass uns seine Spur direkt zu unserer Vermissten führt. Und viele Leute haben mir beim letzten Mal in den Kommentaren einen Tipp gegeben, was ich mal noch probieren sollte. Eine Sache, auf die ich selbst leider nicht gekommen bin. James Orner in dieser Sexualverbrecher-Datenbank zu suchen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Wir kennen den Namen, der da lautet James Orner. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir auch noch einen Ort und einen Alter herausfinden. Aber hier brauchen wir gar nicht weitersuchen und das habe ich mir schon fast gedacht. Die Datenbank erzielt keinerlei Treffer. James Orner ist also scheinbar ein ungeschriebenes Blatt, was sich auch ein bisschen mit seiner Aussage deckt, dass er nichts dafür kann, dass er nicht schuld ist. Er ist nicht S. Und dieses ominöse S hat Anna. Aber ob er nun jetzt wirklich unschuldig ist, sich schlau angestellt hat, nicht erwischt zu werden, oder aber bisher gar keine in diesem Zusammenhang Sexverbrechen begangen hat, wissen wir natürlich nicht. Damit bleibt uns allerdings noch eine Spur. Wir erinnern uns an den wiederhergestellten Spark-Chat mit James aus der letzten Episode. Darin haben wir erfahren, als was er arbeitet und hat uns sogar einen Link zur Stellenanzeige in seiner Firma übermittelt. Und nachhaltig wie ich bin, habe ich mich da sogar mal für ein Interview angemeldet. Und diese E-Mail gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. Beziehungsweise gelesen haben wir es ja schon. Was wir jetzt noch benötigen, ist der Kontakt zu diesem gewissen Phil, dem Personalverantwortlichen dort, der uns mit ziemlicher Sicherheit noch viel, viel mehr über James Orner sagen kann, als wir es aus dem Chat erlesen können. Wir starten jetzt einfach mal das Interview. Ich habe ein bisschen Angst vor Jumpscares. Das Interview wird bald beginnen. Diese Konversation wird aufgezeichnet für interne Zwecke. Alles klar, dann warte ich jetzt einfach mal darauf, bis Phil uns anschreibt. Tagesordnungspunkt 1 erledigt. Ihr könnt schon mal einen Haken machen. Anne hat sich mit James Orner getroffen. So viel wissen wir schon. Aber was hat Taylor dazu zu sagen? James, hä? Das klingt sehr, sehr normal, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte mir vorstellen können, dass unsere Gesuchter einen fürchterlicher klingenden Namen hätte. Tja, Dude, ein weiser Mann würde jetzt sagen, es sind nicht die Namen, die einen Mann zur Bestie machen, sondern seine Taten. Aber das scheint ziemlich offensichtlich. Was hast du noch herausgefunden? Was habe ich eigentlich noch herausgefunden? Gar nicht so viel mehr. Wobei, ich weiß, wo sie sich getroffen haben. Und dabei frage ich mich, warum ich hier eigentlich immer noch rumsitze. Wir wissen, dass sie sich in Uptown treffen wollten und James hat mir jetzt zweimal ein Bild von einer Location geschickt. Ohne Kommentar, aber vielleicht ist das der Aufenthaltsort, der Treffpunkt, wer weiß. Er, also James, ist unnatürlich gut darin, Annas Vergangenheit zu erraten. Er hat vor Anna Keeping It Casey gedatet. Keeping It Casey war diese Jabba-Persönlichkeit, dieses Model. Wir hatten da ziemlich zum Anfang des Spiels bei irgendeinem Quiz mitgemacht, wo wir eine Nummer erraten sollten und haben deswegen wie so eine Art, ja, Fragerunde gewonnen, wo wir ihr eine Frage stellen konnten oder sowas in der Art. Sie wollte sich noch bei uns melden. Dazu ist es allerdings leider nie gekommen. Er arbeitet bei einer Designfirma namens Fresh Ideas. Vielleicht ist das noch interessant. Das sind prinzipiell alles gute Spuren. Außer das erste vielleicht. Ich nehme mal das letzte. Vielleicht ist das ein bisschen ein heißeres Eisen. Dieser Name ist ziemlich käsig, sogar für meinen Geschmack. Vielleicht kann uns jemand sagen, was mit ihm so abgeht.
Und offensichtlich kommt dort diese Cassie ins Spiel. Lass uns doch mal schauen, wohin das jetzt hier führt. Kann nicht sein. Was für ein Player. Er hat eine Jabba-Berühmtheit getroffen. Wow, ich hoffe, es geht ihr gut. Wenn wir irgendwie mit ihr reden könnten, dann würden wir eventuell herausfinden, was sie über ihn weiß. Das ist interessant, weil ich hätte absolut nicht erwartet, dass diese Cassie doch nochmal eine größere Rolle spielt. Und das Spiel erlaubt uns, alle Antworten zu geben. Vielleicht zieht er ja Schlüsse, auf die wir bis jetzt noch gar nicht gekommen sind. Das hört sich aber schwer nach einem Stalker an. Ich frage mich, ob es einen Weg gibt, das zu beweisen. Aber okay, wir haben jetzt erstmal genug und an diesem James-Fall weiterzuarbeiten. Wir sind nahe, ich kann es spüren. Solange sie immer noch am Leben ist. Wow, ich glaube, ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht den Pessimisten spielen. Ja, ich auch. Ich spür's auch, Taylor. Das ist das, was ich gerne höre. Ich glaube, du verfügst über die meisten Ressourcen, um mehr über diesen James herauszufinden. Ich glaube, du solltest dich hierfür an Cassie wenden und an seinen Arbeitsplatz. Grab einfach noch ein bisschen tiefer. Wow, Taylor, das ist richtig gutes Timing. Wenn du mir das 15 Minuten früher gesagt hättest. Und nun kann ich mich entscheiden, ob ich mich zuerst an Cassie wende oder an seinen Arbeitsplatz. Da wir Cassie nicht kennen, besteht bei ihr natürlich die Chance, dass sie uns überhaupt nichts sagt und wir hier vollkommen unsere Zeit verschwenden. Das gleiche könnte natürlich auf seiner Arbeit passieren, die eventuell nicht direkt über seine Person, über sein Innenleben Infos haben, geschweige denn rausgeben können. Da ich aber von Cassie jetzt ewig nichts mehr mitbekommen habe, würde ich sagen, nutze ich einfach mal meinen Kontakt, den ich jetzt sowieso schon zu seiner Arbeitsstelle aufgebaut habe und hoffe mal, dass dabei ein bisschen was rumkommt. Und da hat das Spiel gespeichert. Taylor rät mir, dass ich beides machen soll. Und wenn man vom Teufel spricht, da ist natürlich Cassie. Wahnsinn. Wozu musste ich diese Entscheidung gerade nochmal fallen? Taylor wird inzwischen Zeit mal bei Spark durchklingeln, um zu schauen, ob er da irgendwie was über James auf seiner Seite rausfinden kann. Das Spiel hat sich nun entschieden und da wir jetzt sowieso noch auf diesen Phil warten, würde ich sagen, reden wir erstmal mit Cassie. Hey, wie geht's dir? Du bist an der Reihe für das Ask Me Anything, frag mich alles. Aber erinnere dich, dass du nur eine Frage hast. Wahnsinn! Wie verdammt gerufen das kommt. Ich kann sie alles fragen. Darf ich dir mehr als eine Frage stellen oder ich werde es bei einer belassen? Ich meine, Cassie hat das ja eigentlich schon ziemlich deutlich gemacht. Das Trickige ist, wenn wir ihr diese Frage stellen und sie eventuell damit ein bisschen verärgern, dann könnte sie es sogar damit bewalten lassen. Kann ich dir mehr als eine Frage stellen, ist ja schon eine Frage. Das heißt, im für uns ungünstigsten Falle macht sie dicht. Und Cassie ist keine Spur mehr für uns. Deswegen würde ich jetzt sagen, schlauerweise nehme ich diese eine Chance an, die ich habe, und werde hoffentlich die richtige Frage auswählen. Alles klar, dann stell mal deine Frage. Sag mir mehr über James Orner oder wie gut kennst du diesen James Orner? Das erste ist nicht wirklich eine Frage. Allerdings lässt das wesentlich mehr Antworten offen als die zweite. Und ich frage mich gerade, ob das Absicht ist, dass an diesen Satzenden hier keine Fragezeichen vorhanden sind. Vielleicht wird uns das Spiel an dieser Stelle ein bisschen in die Irre führen. Ich werde jetzt mal, auch wenn es falsch erscheint, das zweite auswählen, weil das ist eine Frage. Bei der ersten könnte sie vielleicht dicht machen. Was zum Herr? Wie zum Teufel weißt du von ihm? Bist du diejenige, die mir jetzt Fragen stellt? Ich habe meine Gründe. Er interessiert mich einfach. Ich habe meine Gründe. Triggert sie vielleicht genug, mir mehr zu verraten, mir entweder eine Warnung auszusprechen, eine Empfehlung, hä? Was auch immer. Okay, stopp. Ich möchte das aber wissen. Kannst du mir nicht ein paar normale Fragen stellen, wie zum Beispiel, was hältst du von der Erderwärmung? Du weißt schon, einfach normale Fragen. Das A steht für anything, also alles. In dem Falle passt das auch. Ich bin sehr enttäuscht. Das ist eine ganz normale Frage. Du und ich, wir wissen, dass das keine normale Frage ist. In diesem Zusammenhang werde ich sie mal mit ihrem eigenen Formatnamen konfrontieren. Ach, okay, na gut. Wenn du das wirklich wissen möchtest, aber unter zwei Bedingungen. Als erstes, warum brauchst du diese Info über ihn? Er ist ein Hauptzeuge in einem vermissten Fall. Es geht um Leben oder Tod und es gibt eine Chance, dass er ein Verbrecher ist. Wisst ihr was, Leute? Ich habe jetzt einfach mal die Balls, das so dramatisch zu machen wie möglich. Es geht um Leben oder Tod. Wahrscheinlich geht es darum auch. Was zur Hölle? Hat er jemanden umgebracht?
Okay, hör zu. Ich weiß nicht, wo du das gehört hast, aber das hört sich ziemlich krank an. Wenn es irgendjemandem hilft, dann werde ich dir alles sagen. Aber das bleibt zwischen uns. Das ist meine zweite Bedingung. Yes! Ich muss ihr jetzt einfach mal versprechen, dass das zwischen uns bleibt. Sonst, wie gesagt, erfüllen wir die Bedingungen nicht und die sagt mir gar nichts. Also werde ich jetzt auf jeden Fall sicher antworten. Die anderen Möglichkeiten wäre, ich kann es dir nicht versprechen oder ich muss das teilen. Das machen wir nicht. Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen. Okay, lass mich von ganz vorn beginnen. Also, mein Online-Leben und mein Privatleben ist getrennt. Mein richtiger Name ist Cassandra. Keeping it Cassie, meine Online-Identität, war immer Single. Aber das war ich nicht wirklich. Ich hatte einen Freund, der mich verlassen hat. Also bin ich auf Spark gegangen, hab mit ein paar Typen gechattet, um mich einfach abzulenken, einfach um von ihm wegzukommen. Und da habe ich James getroffen. Bis auf die Gründe für die Trennung, das gleiche, was Anna durchmacht. Wie ist er? Gibt es etwas Besonderes an ihm? Hat er sich merkwürdig verhalten? Ich nehme mal das Letzte. Ich versuche so schnell zum Punkt zu kommen, wie es nur irgendwie möglich ist. Zum Anfang gar nicht. Es war wundervoll zum Anfang. Er war sehr, sehr charmant. Er hat mir genau die richtigen Dinge gesagt. Und nachdem ich aus dieser blöden Beziehung raus bin, war ich natürlich ziemlich down. Und er hat mir eine Perspektive gegeben und sehr viele gute Ratschläge. Und dann hat er angefangen, mehr und mehr Dinge über mich, ja, richtig zu erraten, zu wissen. Das hört sich in Ordnung an, das hört sich gar nicht so schlecht an oder das hört sich ziemlich gruselig an. Weil sie ja gesagt hat, zum Anfang war das nicht merkwürdig und dann hat sie dieses Ende so betont und dann hat er angefangen, mehr und mehr Dinge über mich zu erraten. Ich glaube, das hat einen Hintergrund. Genau dort werde ich mal nachbohren. Das ist noch gar nichts. Warte mal, bis du das hier gehört hast. Er hat angefangen, mir immer dann zu schreiben, als ich meine Arbeit beendet hatte. Ich habe keinen regelmäßigen Plan, das verändert sich jede Woche, sogar jeden Tag manchmal. Und irgendwie hat er es hinbekommen, mich ganz genau zur richtigen Zeit zu erwischen. Es gab ein Fotoshooting, das um 2 Uhr nachts geendet ist. Und in dem Moment, an dem der Fotograf gesagt hat, okay, wir sind fertig, hat er mir geschrieben. Schläft der Typ nicht? Das ist genau die Frage, die Anna gestellt hat. Und wow, das ist ziemlich creepy. Okay, das ist merkwürdig. Also hat er dich gestalkt? Vielleicht war es einfach nur ein Glücksgriff. Das glaube ich nicht, nachdem wir das über Anna wissen. Ich werde mal das Erste sagen, das ist schon ziemlich merkwürdig. Okay, und hier ist der letzte Strohhalm. Er wusste von meiner Trennung. Ich habe mir den Arsch dafür abgearbeitet, meine Beziehungen aus meinem Online-Leben rauszuhalten. Und irgendwie wusste er davon. Ich habe ihn damit konfrontiert und er hat mir gesagt, er hat einfach nur gut geraten. Aber schau dir das mal an. Das ist das letzte Mal, dass ich von ihm gehört habe. Und sie hat mir einen Screenshot von einem Chat geschickt, von ihrem mit James. Hat deine Online-Persönlichkeit deinen Freund verjagt? Wie zum Teufel weißt du darüber? Ich habe einfach nur geraten. Genau zu erraten, wann ich aufwache, wann meine Arbeit vorbei ist, ist ziemlich gruselig. Dass du meinen Jabber herausgefunden hast und über meinen Freund, das ist Magie. Kein Mensch weiß darüber. Wer zur Hölle bist du? Sind meine Methoden vielleicht unangenehm für dich? Okay, wir sind fertig. Und dann hat sie James geblockt. Wow. Wow, das ist ganz anders geendet als mit Anna. Mit ihr war das ja nicht so krass, aber das... Oh, ich hätte wahrscheinlich im Falle von Cassie genau das gleiche getan. Ihr auch? Schreibt's mir unten in die Comments, ob ihr genauso reagiert hättet. Vielleicht hat ein Freund ihm was gesagt, das ist alles, was ich wissen muss. Ich glaube, mit Cassies Freund verlieren wir uns in Sachen. Ich denke nicht, dass das damit was zu tun hat. Ist meine persönliche Überzeugung, ist mein Eindruck, mein Instinkt. Ich würde sagen, das hilft uns hier schon sehr viel weiter. Okay, sind wir fertig? Das ist es. Das ist alles, was ich dir sagen werde. Einfach nur an ihn zu denken, lässt mir die Haare zu Berge stehen. Das glaube ich dir, liebe Cassie. Danke für das Ask Me Anything. Deine Geschichte wird Leben retten. Das war sehr, sehr nützlich. Wow. Das war sehr, sehr nützlich. Passt dir wahrscheinlich am besten. Das andere ist... Und Cassie hat mir noch geschrieben, ich habe irgendwo gelesen, dass Psychopathen ihr Bestes dafür geben, hineinzupassen in die Gesellschaft, in soziale Kontakte sicherlich. Und ich glaube, James ist genauso jemand. Ich hoffe, du hast, was du brauchst. Da stimmt irgendwas nicht mit ihm. Und in dem Moment hat mir Ashley geschrieben, deren Rolle hier noch nicht so ganz klar ist. Aber so ganz so ein Unschuldslamm, wie wir dachten, ist dieser James höchstwahrscheinlich nicht. Anna, können wir reden?
Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Natürlich, ich muss etwas zugeben. Wir erinnern uns, dass das Spiel uns vorgibt, dass wir die Wahrheit über uns gegenüber Ashley nie preisgeben dürfen. Wir können ihr nicht sagen, dass wir nicht Anna sind. Und wir haben das nie so richtig hinterfragt. Vielleicht kann uns Ashley helfen. Vielleicht ist das falsch, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir wissen nur, dass es um Annas Schicksal geht hier gerade. Und dass das wahrscheinlich wichtiger ist, als alles, was zwischen mir und Ashley stehen könnte. Das heißt, Leute, ich werde jetzt eine folgenschwere Entscheidung treffen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin's noch nicht ganz, weil ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Ich sag's ja jetzt einfach. Du, ich muss etwas zugeben. Ich muss auch etwas sagen, sorry, aber du zuerst. Und das Spiel gibt mir nochmal eine Gelegenheit, das zu überdenken. Sorry, es ist nichts. Vergiss es einfach. Ich bin nicht Anna. Und da speichert das Spiel. Das heißt, damit haben wir für den weiteren Verlauf, alter Schwede, eine Entscheidung getroffen, die sich auf das Geschehen auswirken wird. Hello? I know you're there. Why aren't you speaking? If anything happens to her, it's on you. Explain. Okay, wenn irgendetwas mit ihr passiert ist, sagt sie, dann bist du's gewesen. Dabei muss man natürlich beachten, dass sie jetzt ganz schön verwirrt zu sein scheint, was nachvollziehbar ist. Was geht mit dir vor? Du hast dich in letzter Zeit extrem merkwürdig verhalten. Okay, wenn das wirklich du bist, dann ruf mich sofort an. Verdammt, warum sprichst du nicht? Ich kann dich kaum verstehen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich werde dir alles später erklären. Es gibt vielleicht keinen später. Wenn es einen guten Zeitpunkt gibt, dann höchstwahrscheinlich jetzt. Oh nein, ich habe eine falsche Antwort gegeben. Oh Gott. Dabei fällt mir ein, ich hätte gar nicht auswählen können, dass ich ihr das jetzt irgendwie sage oder jetzt mit ihr spreche. Wann ist dann? Wo zum Teufel steckt Anna? Sie ist verschwunden. Das ist eine lange Geschichte. Sie ist verschwunden und wir haben keine Zeit hier für lange Geschichten. Verdammt, seit wann? Ich wusste, dass irgendetwas nicht stimmt, als ich dir von Yolanda erzählt habe. Ist Greg da involviert? Du hast mich angelogen. Mein Gott, Ashley, das spielt jetzt absolut keine Rolle, oder? Ich wollte das nicht. Oder ich kann das einfach nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr. Tritt's wahrscheinlich ziemlich gut. Prinzipiell wollte ich mit meinem Verhalten ja auch nichts Böses machen. Greg? Nee, die sind fertig. Ist er involviert? Nein, okay, wir sind fertig mit Sprechen. Ich werde die Polizei anrufen. Wow, okay, Ashley ist off. Phil hat mich angeschrieben. Wir haben eine neue Spur und wir haben auch einen neuen Vlog hochgeladen, liebe Leute, und den ziehen wir uns jetzt mal rein. Gonna try Spark. Sie wird mal Spark versuchen. Alles klar. I'm gonna download Spark. Yes, online dating is happening. But I figure I deserve to be happy and forget about everything else. There's no point wasting time, so here I go. What's the worst that could happen? Okay. Das ist so ironisch, dass sie fragt, was kann schon Schlimmes passieren? Und jetzt sitzen wir hier zusammen in diesem Sumpf. Ja, sie hat prinzipiell nur gesagt, sie hat sich jetzt endlich dafür entschieden, mal Spark auszutesten. Mal schauen, ob sie dann ein bisschen über das mit Greg hinwegkommt. Nicht über ihn persönlich vielleicht, aber über diese ganze Situation, über diese ganze Verwirrung. Und was uns James Orners Arbeitsstelle zu sagen hat, das erfahren wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Wir sind ihm auf der Spur, wir sind ihm so hart auf den Fersen und wir haben einen neuen Verdächtigen. Und das ist, glaube ich, schon mal viel wert, auch wenn uns das jetzt noch nicht ganz so viel weiterhilft. Aber Leute, wir gehen einen Schritt nach dem anderen und wir gehen immer weiter. Und wir gehen vor allem schnell und ein bisschen mit der Axt diesmal, ist klar. Aber wie gesagt, es ja, geht wahrscheinlich um Annas Schicksal. Und ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, das würde mich extrem freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Vielen Dank, haut rein. Und gute Nacht.